Das Gebrüll der Dollfusskanonen schoss in Scherben die Demokratie, riss zerfetzt die Illusionen von der Klassenharmonie. Herzlich zur ersten Station unserer traditionellen Gedenkrunde im Gedenken an die Kämpferinnen und Kämpfer des 12. Februars 1934 begrüßen. Ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, die Erinnerungen wach zu halten, um die Lehren daraus zu ziehen, weil wenn wir von nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg reden, dann heißt das aufmerksam sein, 365 Tage im Jahr und die Erinnerungen an denjenigen, die sich dem Faschismus entgegengestellt haben, nicht verblassen zu lassen. Ich darf das Wort an unser Friedel Gasche übergeben, der uns ein wenig den historischen Hintergrund in Erinnerung rufen wird. Dass wir unsere Runde am Weißl-Denkmal beginnen. Das hat auch damit zu tun, dass, wenn man eine Gesamtschau auf den Februar 1934 unternimmt, das, was in Floridsdorf am 13. und 14. Februar sich ereignet hat, zu den wirklich ganz großen Traditionen der österreichischen Arbeiterbewegung zählt. Floridsdorf war zeitweise wirklich in der Hand der Aufständischen und der Kommandant des Floridsdorfer Schutzbunds, das war eben Georg Weißl, der vom austrofaschistischen Regime dann auch hingerichtet worden ist. Er war Feuerwehrkommandant hier in Floridsdorf und dem auch Kommandant des Republikanischen Schutzbunds. Es ist in Floridsdorf, hat das, was eigentlich geplant war, für den Fall, dass die Austrofaschisten in Österreich die Macht ergreifen wollen, geplant war. Das war das, was in Floridsdorf auch funktioniert hat. Das heißt, dass tatsächlich Teile der Arbeiterbewegung sich zusammentun, anschließen. Das, was allerdings auch in Floridsdorf nicht funktioniert hat, ist, dass es wirklich weit über den Republikanischen Schutzbund hinausgegangen wäre. Es hat ein paar Kommunistinnen und Kommunisten gegeben, die mitgemacht haben, aber die wirklich breite Unterstützung der Bevölkerung, die hat es auch in Floridsdorf nicht gegeben. Und das zeigt, dass halt in der Vorbereitung für das, was wieder Faschismus die Macht in Österreich übernehmen wird, es seitens der Sozialdemokratie schwere Fehler gegeben hat. Man hat geglaubt, dass der Staat so eine Art neutrale Rolle einnehmen wird und sich der Republikanische Schutzbund dann mit den faschistischen Banden auseinandersetzen wird müssen. Tatsächlich, wie wir alle wissen, waren es gerade die Organe des Staates, nämlich Bundesheer und Polizei, die im Februar 1934 den entscheidenden Schlag gegen die Arbeiterbewegung geführt haben und die Rolle, die den faschistischen Milizen der Heimwehren gelassen wurde, war die besonders grausliche Verbrechen, wie zum Beispiel in Oberösterreich in Holzleiten die Ermordung der Sanitäter des Schutzbundes zu verüben. In ihr militärische Kraft war eher lächerlich im Vergleich zu dem, was der Republikanische Schutzbund an Disziplin aufgeboten hat. Dass Floridsdorf funktioniert hat, hängt auch damit zusammen, dass die Schutzbündler in Floridsdorf zu Waffen gekommen sind. In anderen Bezirken, zum Beispiel im Nachbarbezirk, im 20. Bezirk, haben die Schutzbundkommandanten in diesem Punkt täglich versagt. Sie wollten keinen Bürgerkrieg. Der Bürgerkrieg wurde ihnen dann von der austrofaschistischen Regierung aufgezwungen. Jetzt kann man sagen, das ist alles lange her. Wenn man sich das anschaut, was in den letzten Jahren in Österreich so alles passiert ist, dann ist zwar nicht die Gefahr, dass es sowas wieder gibt wie einen Bürgerkrieg da, aber diese Geisteshaltung, die damals seitens der Reaktion da war,
Die gibt es natürlich nach wie vor. Linke sind rote Gefrieser, wie wir jetzt erst wieder mitgekriegt haben. So reden sie untereinander und so reden selbst Leute seitens der Volkspartei, die sonst eher den Eindruck erwecken, da konziliant und auf Kompromisse auszusehen. Wenn sie unter sich sind, dann merkt man schon, des Geistes Kinder sie sind. Wir haben das in der Pandemie erlebt, wenn sich dann erinnert, die Frau Köstinger wollte nicht, dass der Böbel da in die Bundesgärten geht. Das geht nicht, das wird abgesperrt alles, weil da hat man wirklich geglaubt, wir sind wieder in der alten Habsburgerei, wo diese Gärten halt den Adeligen vorbehalten sind. Und diese Geisteshaltung ist nach wie vor da und aus diesem Grund hat es für ganz notwendig, dass es Zeichen wie dieses im öffentlichen Raum gibt, wo man an diese diesen heroischen Versuch der österreichischen Arbeiterbewegung, sich dem Faschismus entgegenzustellen, erinnert wird. Und aus dem Grund ist es wichtig, dass wir hier jedes Jahr unseren Kranz niederlegen und ich würde dich bitten, dass wir das jetzt machen. Mit Phrasen vorwärts zu Taten, denn die Fronten wurden jetzt klar. Durch den Kampf der roten Soldaten, durch den 12. Februar. Durch den Kampf der roten Soldaten, durch den 12. Februar. Unsere Fahne blutrot ein Ei, geht im Kampfe und allen voran. Unsere Klasse, eherne Einheit, nicht mehr niederringen kann. Unsere Klasse, eherne Einheit, nichts mehr niederringen kann. Darum auf! Das Gewehr gefällt, denn das Zaudern ist jetzt vorbei. Vorwärts marsch, denn uns gehört die Welt und der Vorwärts marsch, denn uns gehört die Welt und der